Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Meine Mittagspause verbringe ich gern draußen im Garten. Momentan bin ich im Homeoffice, da kann man das gut machen. Ich genieße jetzt hier noch meinen Kaffee im April mitten im T-Shirt. Es fühlt sich an wie Sommer. Und heute soll es endlich mal wieder regnen. Zuletzt hat es ja vor 6 Wochen geregnet. Und heute soll es wieder Regen geben. Schreibt mal in die Kommentare rein, wann es bei euch zuletzt geregnet hat. Würde mich tatsächlich mal interessieren. Hier soll es 6 Wochen her sein. Ich kann euch schon gar nicht mehr sagen, ob es da dolle geregnet hat oder eher weniger, weil ich mich schon gar nicht mehr daran erinnern kann. Die Folge davon ist natürlich, dass alles komplett trocken ist. Ihr könnt sie hinten im Rasen sehen. Den bewässere ich nicht zusätzlich, weil das einfach zu viel Arbeit macht. Den überlasse ich so ein bisschen sich selber, diese eine Fläche. Und ja, die sieht jetzt im Frühjahr eigentlich schon so aus, als hätte sie einen kompletten trockenen Sommer durchgemacht. Ich hatte auch hinten ein Loch gebuddelt im Garten, da musste ich einen Meter tief gehen. Und auch da war die Erde noch komplett trocken, also auch in den tieferen Erdschichten ist ja gar keine richtige Feuchtigkeit mehr drin gewesen. Für gewöhnlich ist es immer so gewesen, dass die Regentonnen, die ich habe, ja, bis in den Sommer ungefähr reingereicht haben, also bis vor einigen Jahren noch. So seit 2 Jahren sieht das mal anders aus, da haben wir das wie jetzt auch. Die ist schon leer. Ich habe vorne eine weitere Tonne davon, die ist auch schon komplett leer. Das ging allein nur fürs Blumengießen drauf. Mittlerweile habe ich ein neues Hauswasserwerk, weil das alte kaputt war. Und da musste ich relativ schnell natürlich auch reagieren, weil auch der Rasen gesprengt werden möchte jetzt schon. Und ja, jetzt holen wir das Wasser daraus und ich hoffe natürlich, dass sich die Tonnen heute auch wieder auffüllen. Und wenn wir mal einen direkten Blick ins Beet werfen, ist das hier eigentlich nur noch wie so eine Staub- oder Sandwüste. Das ist mittlerweile der Erdboden. Ich hatte ja schon gesagt, ich bin einen Meter tief runtergegangen und da sah der Boden tatsächlich auch nicht großartig anders aus als so. Also das ist fast wie eine Sandkiste, das ist ausgedörrt, das ist ein richtig trockener Boden. Ja, was glaubt ihr, woran liegt das? Hängt das mit der globalen Erwärmung zusammen oder ist das jetzt einfach nur ein Wetterphänomen, was mal wieder kommt und wieder geht? Nehmt doch einfach mal hier an meiner Umfrage teil. Würde mich interessieren, ob ihr glaubt, das hängt mit der Erderwärmung, Klimaerwärmung zusammen oder ob das jetzt einfach nur ein Phänomen ist, was wieder kommt und nachher vielleicht auch wieder gehen würde. So, ich muss mich jetzt ein bisschen sputen. Ich trinke noch schnell meinen Kaffee aus und dann geht es wieder weiter zur Arbeit. Ich bin mal gespannt, ob es heute noch regnet. Ihr werdet sehen im Video, falls es regnet und was hier runterkommt. Ich hoffe, dass es mal einen richtigen Regenguss gibt und von mir aus auch noch die nächsten Tage, sodass einfach mal wieder richtig der Boden Wasser aufnehmen kann, ein bisschen speichern kann und vor allem auch, dass die Pflanzen auch mal wieder ordentlich Wasser kriegen. Auch gerade hier die Lehmbäume, die ihr im Hintergrund sehen könnt, auch die stößen dann natürlich irgendwann an ihren Grenzen, obwohl die tief verwurzelt sind und schon teilweise über 40 Jahre hier stehen. Aber wenn das jetzt die nächsten Wochen so weitergeht, werde ich die auch bewässern müssen. Denn sonst habe ich es im nächsten Frühjahr, dass ich überall braune Stellen daran habe und das möchte ich natürlich tunlichst vermeiden. Also schauen wir mal und drücken mal die Daumen, dass es heute noch Regen gibt. So, und wie ihr sehen könnt, jetzt ist es 5:15, man hört es auch. Es fängt langsam an zu regnen. Wahnsinn. Ja, nach über 6 Wochen fällt endlich mal wieder ein bisschen Wasser. Aber ich hoffe, das war es noch nicht, dass da noch mehr runterkommt. Weil aktuell kann man ja noch nicht wirklich von einem Niederschlag rechnen. Aber so ab 18, 19 Uhr soll es hier richtig losgehen mit Regen. Ich bin mal gespannt. So, endlich Regen. Jetzt haben wir es 5:30 und jetzt regnet es. Wir gehen hier mal so ein bisschen in Deckung ins Gewächshaus. Hier sind wir nämlich trocken. Und ja, ihr könnt den Regen jetzt, glaube ich, auch einprasseln hören aufs Gewächshaus. Das ist noch nicht doll, aber immerhin ein bisschen. Ich weiß gar nicht mehr, wann es das letzte Mal so doll überhaupt geregnet hat. Wie es vor 6 Wochen war, kann ich euch auch gar nicht mehr sagen. Ich hoffe zumindest, dass meine Wassertonnen jetzt richtig voll werden, dass ich da dann wieder mit der Gießkanne auch ran kann und im Garten gießen kann. Und ja, ich hoffe, es regnet noch. Zumindest heute den ganzen Tag und vielleicht morgen auch noch durch, dass ich halt auch alles mal so ein bisschen wieder erholen kann, denn den Regen haben wir bitter notwendig. Und ich hoffe, dass es bei euch auch regnet. Normalerweise wünscht man sich ja immer ein gutes Wetter, aber jeder, der einen Garten hat, denke ich, weiß, was ich meine. Also, es regnet endlich wieder
Und ja, das wollte ich einfach nur mal so loswerden als Video. Denkt einfach mal an die Umfrage, die ich am Anfang des Videos gemacht habe, oder auch an den Kommentar, wann es zuletzt bei euch geregnet hat. Natürlich heute den Tag nicht mit eingeschlossen. Und wenn euch das kurze Video hier gefallen hat, dann lasst einfach einen Daumen nach oben da. Abonniert auch gerne meinen Kanal und dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Bis dahin.